Hallo, ich möchte euch heute das Jabra Speak 710, ein Freisprech-Konferenzsystem, vorstellen. Wenn du neu hier bist, mein Name ist Denise Green. Das hier ist der YouTube-Kanal von Tenovis Direkt. Und wir bringen dir jede Woche Neuheiten im Bereich Telekommunikation. Also Infos über Headsets, Konferenzsysteme, Telefone, Videokonferenzlösungen. Also wenn du auf dem neuesten Stand bleiben möchtest, dann abonniere unseren Kanal. Jetzt aber zum Jabra Speak 710. Das ist ein USB- und auch Bluetooth-Konferenzlautsprecher. Also ich kann den zum einen per Kabel anschließen mit hier diesem USB-Kabel, was an der Einheit dran ist. Ich habe hier hinten aber auch noch einen Dongle, der mitgeliefert wird. Den kann ich dann für meinen PC verwenden und kann das Ganze natürlich auch per Bluetooth mit meinem Smartphone koppeln. Dieser Dongle hat ungefähr eine Reichweite von 30 Metern, also wenn ich vielleicht auch dieses Speakerphone auf den Tisch stelle im Konferenzraum und der PC ist ein bisschen weiter weg, 30 Meter schafft, ist die Entfernung, die ich dieses Gerät weit weg haben kann. Ich habe mit dem Gerät eine Gesprächsdauer von 15 Stunden und innerhalb von 4 Stunden ist es komplett aufgeladen. Und optimal ist dieses Jabra Speak 710 für bis zu 6 Personen, sagt der Hersteller. Ich habe hier ein 360-Grad-Mikrofon, das heißt, wenn ich im Kreis um dieses Gerät rumsitze, kann jeder deutlich die Stimme verstehen. Und was noch ganz smart ist beim Jabra Speak 710, ich kann dieses Konferenzsystem erweitern. Und zwar kann ich zwei Speak 710 miteinander koppeln und dann können bis zu 12 Personen an der Konferenz teilnehmen. Also wenn ihr in eurem Unternehmen vielleicht auch gerade überlegt, was nehmen wir an portablen Speakerphones, die wir dann vielleicht auch in unserem Konferenzraum einsetzen können, dann wäre das eine gute Lösung, weil kann jeder persönlich eine kleine Konferenz abhalten, aber ich kann natürlich auch einen größeren Raum damit bestücken. Ich kann mit diesem Gerät, also bis zu zwei Bluetooth-Devices kann ich hier dran koppeln. Und es gibt eine UC-Version, die natürlich für alle möglichen Anbieter wie zum Beispiel Avaya, Mitre, Unified, Cisco kompatibel ist. Und es gibt immer noch eine Teams-Version, wo ich praktisch auch direkt auf meinen Teams-Account mit diesem Gerät zugreifen kann. Ja, was gibt es noch zu erzählen über das Speak 710? Ich habe hier einen eingebauten Smart-Button. Man sieht es jetzt hier schlecht, weil das Gerät ausgeschaltet ist. Ich habe es nämlich vergessen zu laden. Mit diesem Smart-Button kann ich auch schon, da kann ich eine Kurzwahl hinterlegen. Oder ich kann auch einen Sprachassistenten anwählen mit diesem Smart-Button. Der Smart-Button selber lässt sich in einer Software vorkonfigurieren. Und zwar gibt es einmal die Software, die nennt sich Jabra Direct. Die kann ich auf meinem Desktop drauf haben. Da kann ich Feineinstellungen an diesem Speakerphone vornehmen oder kann natürlich auch Firmware-Updates draufladen. Und es gibt noch mal eine, die nennt sich Jabra Express, das ist dann eher für Systemadministratoren unter euch. Die nehme ich natürlich dann, wenn ich viele Geräte im Haus verwalten möchte. Ja, das Gerät an sich wiegt 289 Gramm, wird mitgeliefert mit dieser Tasche und dem Dongle, der hier hinten drin steckt. Und was ich auch noch ganz praktisch finde, ich habe hier sogar so einen Ständer dabei, das kann ich sogar ausklappen. Und wenn ich am PC sitze, kann ich hier so besser reinsprechen, gibt eine bessere Akustik. Ja, optionales Zubehör gibt es natürlich auch zu diesem Jabra Speak 710 und zwar einmal den Kensington-Lock, damit mir das Gerät nicht geklaut wird, wenn ich zum Beispiel in irgendwelchen Konferenzraum fest installieren möchte. Und es gibt auch nochmal eine Halterung, die ich dazu kaufen kann, wenn ich zum Beispiel dieses Gerät an eine Wand schrauben möchte oder an die Decke schrauben möchte. Im Anschluss hier an dieses Video erhaltet ihr natürlich noch ein Mikrofon und einen Lautsprechertest von mir. Das folgt gleich auch noch. Dazu muss ich aber gleich erstmal das Gerät anschließen, weil ich habe, wie gesagt, das vergessen zu laden. So, liebe Leute, jetzt gibt es den Lautsprechertest. Das hier ist der Lautsprechertest des Jabra Speak 710. So hört sich das Gerät an, wenn ihr den Lautsprecher anhabt. Okay, so liebe Leute, so hört sich das an, wenn ich mit dem Mikrofon des Jabra Speak 710 spreche. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch Fragen zum Produkt habt, dann schreibt uns, chattet mit uns oder ruft uns an. Wir freuen uns immer über Kontakt mit euch. Es gibt natürlich auch Angebote bei uns für Kunden, die jetzt größere Stückzahlen gerne bestellen möchten. Und für Firmenkunden und Behörden bieten wir natürlich auch Testgeräte. Also man kann dieses Gerät vor Kauf testen, sodass ihr auch wirklich sicher sein könnt, dass ihr das optimale Gerät ausgewählt habt. So, das war's für heute. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.